Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen, ihr Lieben, zurück zu God of War. Und ja, wir sind hier in Fafnirs Lagerraum. Das ist ein alter zwergischer Schmied, von dem hat uns Sindri erzählt. Und wir sollen für Sindri, ja, einen Dings besorgen. Einen, sag's schon, einen Wettstein. Und sind hier in den Lagerräumen von Fafnir. Aber unglücklicherweise ist es so, dass der Wettstein nicht da ist, weil nämlich schon Plünderer da gewesen sind. Jetzt gehen wir so nach und nach durch die Räume und da sind teilweise recht heftige Gegner drin, muss ich sagen. Da haben wir jetzt schon ordentlich zu tun gehabt, sind auch schon mal zu Tode gekommen. Ach was. Okay. So, dann gucken wir mal da rein. Ja, drehen wir uns einfach mal hier eismäßig. Oh, da werden wir euch nur runter. Ach, da ist noch einer. Das ist echt cool, wie die vereist werden. Das hat was. Oh, Mann, ey. Komm, lass unsere Wölfis laufen. Okay, dich haben wir. Hau drauf! Gut, das war jetzt, ist jetzt im Vergleich zu den anderen Räumen relativ einfach. Wir mussten auch schon mal ragen. Noch kein Oh, da ist eine Wettstein Kiste. und nur noch einen Raum. Ich weiß, ich soll nicht hoffen, aber glaubst du, wir finden ihn? Nein. Ich glaube auch nicht, aber zumindest haben wir eine Kiste gefunden. So als Belohnung unserer Mühen. Da haben wir uns ja schon. In der letzten Folge haben wir uns ja schon abgemüht. Können wir wieder was verbessern, hoffe ich. Ja, und da liegt natürlich wieder bloß ein Zugangsstein. Ach was. Und Gesundheit. Okay. Ja, dann. Wie viele Räume hat es denn da? Allzu viel können es ja nicht mehr sein, glaube ich. Ist das jetzt schon der vierte gewesen? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, der vierte, glaube ich. So, okay, dann also nochmal Zugangsstein. Hallo? Hallo? Habe ich den jetzt nicht mitgenommen, ich Doofi? Lass mich nochmal reingehen. Habe ich den nicht mitgenommen? Da war doch noch ein Zugangsstein, oder bin ich blind? Ich habe ihn nicht eingepackt, ich Doofi. Stattdessen habe ich die Gesundheit aufgenommen. Ach. So, jetzt aber. Und rein da. Oh, nun bin ich gespannt, was uns jetzt erwartet. Okay, zumindest keine Tür. Erstaunlich, aber da wird dann auch nichts zu finden sein. Da waren doch die Plünderer bestimmt schon drin. Doch, da ist eine Tür, alles klar. Die liegt bloß ein bisschen tiefer. Oh, das sieht mir sehr nach Arena aus. Ist hier wieder irgendwo ein Odinsrabe? Ja, können wir später gucken. Sollte uns hier nichts angreifen? Mal guck mal, da ist eine legendäre Truhe. Aber die holen wir uns doch gleich mal. In der Hoffnung, dass uns nichts angreift. Mach mal auf. Zorn des Frostvergessenen. Leichter Runenangriff. Ein mächtiger Eisstrahl, der bei Berührung jeden Gegner verlangsamt. Ja, mir gefällt der leichte Runenangriff, den wir haben, aber sehr gut. Dieses sich drehen finde ich ziemlich cool. Okay. Wir haben hier eine schöne Arena, aber nichts greift an. Das ist ein bisschen seltsam. Ah, okay, ein Geist. Ja, Willst alles du auf klar. meine Leiche pissen? Nein. Undankbarer Kleiner.
Wer seid ihr zwei? Mit dem Geist des Häschers sprechen. Okay, dann tun wir das. Wir suchen einen Wetzstein. Wo ist er? Tja, es war einer in diesem Raum. Mein Sohn schärfte seinen Dolch daran und stach ihn mir dann in den Rücken. Oh, wie übel. Was? Dieser Mistkerl wollte offenbar das Kommando über meine Leute. Ich war hart zu ihm, ja. Es kam nicht mal überraschend. Ich tat dasselbe, als ich in seinem Alter war. Er tötete seinen Vater? Tja, da sagt Kratos mal lieber nichts. Wo ist er jetzt? Er ist zwar ein Mistkerl, aber er ist mein Mistkerl. Ich werde dir nicht helfen, Narr. Dann komm schon. Hilft mir sein Dolch. Ja. Hey, der gehört mir. Hey! Komm, Junge. Wir gehen. Gut. Aha. Viel Spaß. Wie viele seid ihr denn? Okay, wir ragen. Und rage. Oh Mann, da fress ich auch Schaden, scheint mir. Nützt nicht viel. Jetzt komm. Yes. Komm schon auf. Kann ich den anderen auch gleich betäuben? Komm. Jag sie gegeneinander. Ah, shit. Eigentlich wollte ich dich doch gar nicht umbringen. Weil in dem Ladebildschirm stand mal. Ach, jetzt kommen diese blöden Viecher auch noch. Ja, yeah, komm schon, auf. Oh, du bist schon tot. Ja, wunderbar. Sehr schön, wir haben kaum Schaden genommen. Ja, super, klasse. Haha. Ja, in dem Ladebildschirm stand mal irgendwann, dass man, wenn man, dass man Gegner gegen andere Gegner steuern soll, weil die würden dann auch Betäubungsschaden nehmen. Eingelegtes Wappen der Beharrlichkeit. Das hat sich jetzt gelohnt. Wow. Ja, Heilung braucht's gar nicht. Fette Beute, würde ich behaupten. So, haben die sonst noch irgendwas gedroppt? Kann ich jetzt mit dem Geist nochmal sprechen? Für ein paar schlappe Fieber könnt ihr gut kämpfen. So viel steht fest. Dankeschön. Okay. Mehr sagte nicht. Ansprechen können wir auch nicht mehr. Also ich bin mit meinen Zaubern gerade sehr zufrieden. Dieser Drehzauber ist gut. Oder dieser Drehrunenangriff, Verzeihung, genau. Um mal hier die korrekte Terminologie zu benutzen. So, und was machen wir nun? Wie geht die auf? Warte mal, Waffen. Können wir was verbessern? Achso, ja, wir haben genau eine neue Frostrune, aber ich finde das, was wir haben, eigentlich ziemlich cool, wenn ich ehrlich bin. Und ich wollte doch gucken, wie geht's denn weiter? Na, zu Sidri zurückkehren. Okay, das werden wir jetzt machen. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob man von da aus irgendwo einen Raben findet. Jetzt gehe ich nochmal rein. Ich will nicht hoffen, dass diese Gorillas wieder auftauchen. Ne, kein Rabe. Und selbst wenn, frage ich mich, ob man den aus dem Winkel überhaupt erwischen könnte. Also dann. Kehren wir zu Sidridi zurück. Jetzt sind ja alle Wege offen. Aber ich glaube, hier geht's raus. Warum genau. Sollte sein Sohn ihn verraten? Den Vater töten? Wegen der paar Schätze? Klingt nach Habgier. Denk dran, was ich dir gesagt habe, Junge. Mutmaße niemals. Ja, klar. Er war wohl kein toller Vater, aber... Du kennst nur die halbe Geschichte. Mag sein.
Okay. Gut. Dann kehren wir zurück. Bin ich denn richtig? Ja. Alles klar. Und irgendwo muss ich noch einen Rabe verstecken. Oh no! Ah! Ein Seelendings da. Hat er uns noch nicht bemerkt? Und weg da, weg da, weg da, roll dich weg. Roll dich weg. Und hol die Axt wieder. Hol die Axt. Ich sehe nichts, da ist der Baum im Weg. Oh oh, roll dich weg, Kratos. Komm, oh 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 oh. Pack die Steine hier ein. Wieso lässt es denn jetzt wieder fallen? Oh oh, das wird nichts werden, befürchte ich. Heil dich. Ah, es war zu früh. Es kommen da noch andere daher. Ach, Tümennerv. Komm. Dann reiß ich ihn halt auseinander. Und weg da. Weg da, weg da, weg da. Ach, Mann, hey, Tümennerv. Um es mal so deutlich zu sagen. Wenn du keine Heilung droppst, wo ist meine Axt? Oh, scheiße. Entschuldigt. Ist da irgendwo Heilung? Ist da irgendwo Heilung? Oh, sieht mir nicht so aus. Okay. Komm, dropp mir mal Heilung. Ja, na siehste. So ist das fein. Wo ist der jetzt? Wird doch jetzt nicht weg, da ist er. Ich hoffe, dass die anderen jetzt weg sind. Mach, dass du da wegkommst. Komm, mach wieder auf. Mach auf. Mach auf. Ah, verflixt. Heil dich. Gut so. Bleib mal hinter dem Baum stehen. Oh, das nützt nichts. Irgendwo wird es doch noch Heilung geben, oder? Ein bisschen Heilung für meine eine. Oh oh, hier trifft er uns, scheint mir. Lauf mal irgendwo Heilung finden. Ja. Perfekt. Noch mehr Heilung irgendwo? Ja. Na, dann werden wir ihn wohl kriegen. Ah, verflixt. Ich sollte erst rollen, dann die Axt holen. Ah, schön, 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 schön. Los, hau rein, hau rein, hau rein, hau rein, hau rein, hau rein. Immer weiter. Hol die Axt. Ah, verflixt. Das wollte ich wieder zu viel. Erst rollen, dann die Axt holen. Jetzt haben wir dich. Yes. Okay, harter Kampf. Oh. Was war das jetzt? Ja, das war jetzt nicht ohne. Und, was kriegen wir? Seidre-Siegel der Vitalität. Erhöht Resistenz gegen Gift. Oh, nicht schlecht. Das hätte ich vorhin gebraucht. So, dann vergessenes Herz. Hacksilber. Okay. Sehr schön. Wunderbar. Dann heilen wir uns nochmal hoch. Gut, dass da noch überall Heilung lag.
Diese kleinen Dinger, die die fallen lassen, immer mal wieder, die scheinen zu explodieren. So, jetzt können wir mal gucken, ob wir hier noch irgendwo... Oh, nein, nein, das wollte ich gar nicht. Noch irgendwo einen Raben sehen. Ansonsten haben wir halt bloß 4 von 5. Das finde ich schon ganz gut, weil mein Fokus wahrlich nicht auf diesen Raben liegt. Ah, da kräht's wieder, aber ich weiß nicht, ob das bedeutet, dass irgendwo so ein Rabe ist. Keine Ahnung. Egal. Wir kehren zu Sidrid zurück. Ich muss auch einen Schluck trinken. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich immer erst die Axt geholt habe und mich dann wegrollen wollte. Und ich muss das umgekehrt machen. Erst wegrollen, dann die Axt holen. Da ist bei diesen Typen genügend Zeit gewesen, es so zu machen. Also sollte ich mir die Zeit auch nehmen. Ich gucke hier nochmal. Hack selber. Ob wir noch irgendwo einen Raben sehen. Aber hier war einer, glaube ich, den wir schon abgeschossen haben. Gut, dann sprechen wir mit Sidri und sagen ihm, dass es ihr, leider nichts ist. Habt nicht zufällig den Wetzstein gefunden? Nein. Wir haben keinen Wetzstein gefunden. Leider nicht. Dieser Dolch gehört dem Häscher, der ihn genommen hat. Das meiste von den guten Sachen war weg. Oh, naja, nehmt das hier im Tausch gegen den Dolch. Was haben wir gekriegt? Talisman des Verrats. Aktivieren, um die Zeit der zu Dolch, verlangsamen. Der Dolch, den ihr mir gebracht habt, ist recht interessant. Er ist schlicht, aber tadellos gearbeitet. Wo im Tempel habt ihr ihn gefunden? In einem Häscher. Oh. Er meinte, er gehöre zu einem größeren Clan. Vielleicht haben die den Wetzstein. Gut möglich. Seine Machart kommt mir bekannt vor. Und? Kannst du uns sagen, wo wir jetzt hin müssen? Scheinbar erstmal nicht. Gut, ich drehe mir noch ganz kurz eine Zigarette, ihr Lieben. Und dann werden wir mal gucken, ob wir jetzt irgendwas haben, mit dem wir was anfangen können, nochmal was verbessern. Wir haben ein paar Materialien gekriegt. Bereit und bereit. Da guck mal, wir können was tun. Brustrüstung. Verteidiger Kyras. Wow, das ist neu, oder? Aber irgendwie... Ja, das ist nur, warte mal... Nee. Den Talisman können wir verbessern. Und welchen? Hoffentlich den, den wir tragen. Na, erstmal gucken, ob wir wichtigere Dinge verbessern können. Die Axt, nein. Für den jungen Herrn? Nein. Armrüstung. Nein. Hüftrüstung. Den können wir verbessern. Dann kriegen wir da auch einen Zauberplatz. Das ist okay, dann machen wir das. Schließen. Verbessert auf Max. Na, das ist doch schön. Axtknauf. Können wir auch verbessern. Naja, her damit. Du fällst doch damit nur Bäume, richtig? Na, würde ich jetzt mal an so nicht sehen. Talisman. Komm, was soll's. Verbessern wir denn auch. So. Gut, dann können wir noch ein Level hoch machen, aber nicht heute. Auferstehungsstein. Achso, ich habe ja meine noch, genau. Gab es noch mehr zu besprechen? Nein. Vorerst nicht. Können wir jetzt hier eigentlich irgendwo hinreisen? Gerade mal gucken. Aber bislang geht nur Brooks Laden, soweit ich weiß, ja. Alles andere haben wir zwar gefunden, aber die Tore sind nicht freigeschaltet. Gut, den Gefallen haben wir jetzt erledigt. Warte mal, Rüstung. Was war da noch? Ah, Talisman des Verrats. Verlangsamt die Zeit. Ja, wir gucken mal nach Fähigkeiten. Ich glaube, dass wir gar nicht viel machen können. Na, Atreus kann gar nichts machen. Hier können wir
Warte mal. Na, Mensch. Komm, das machen wir jetzt einfach mal. Das Blocken eines Projektilangriffs in letzter Sekunde absolviert den Einschlag und lenkt das Projektil auf den Angreifer zurück. Das finde ich cool. Ob ich das hinkriege, ist eine andere Frage, aber das finde ich cool. Ah, guck mal, da hängt noch was. Mir wäre ja jetzt ein Rabe lieber gewesen, dass wir die alle abgeknallt haben hier. Okay. Ich denke, wir gucken uns noch ein bisschen am See um, oder? Und gucken vielleicht auch mal, was wir eigentlich für Quests haben. Ist hier irgendwo ein Rabe? Ne. Oder? Nein, das ist kein Rabe. Also zumindest... So, wir gucken mal, was wir so haben. Das Licht von Alfheim. Das ist unsere Hauptquest. Die Welt des Feuers. Die Welt Muspelheim freischalten. Ja, da brauchen wir noch die vierte Sprachchiffre. Keine Ahnung, wo wir die finden werden. Dann können wir Muspelheim freischalten. Neue Welt. Wir gucken uns mal noch ein bisschen um hier. Vielleicht finden wir ja irgendwo noch... ein Dock, das wir noch nicht angesteuert haben. Oder sollen wir mit der Hauptquest weitermachen? Ich würde gerne noch so ein bisschen hier rumgucken. Weil ich glaube, wir haben da bei Weitem noch nicht alles entdeckt. Zwischendrin können wir das eine oder andere Fass überfahren. Ein bisschen Kohle. See der Neuen. Weil wir waren ja jetzt, haben ja recht viel ausgegeben. Mit dem Dock waren wir schon. Hier kommen wir nicht hin, da ist die Schlange im Weg. Ich frage mich, ob wir uns mit der jemals unterhalten können, mit dieser Schlange. Lasst uns hier noch ein bisschen rumfahren. Ich finde es auch irgendwie so schön. Ne? Das Geräusch von dem Boot, das ist einfach wirklich toll gemacht. Man hat so ganz und gar das Gefühl, dass man auf einer Bootsfahrt ist. Ich glaube, hier waren wir schon oben. Ich gucke noch mal kurz. Man vergisst es echt. Also insbesondere, wenn zwischen den Aufnahmen immer... ein paar Tage liegen. Unter der Woche komme ich nicht so dazu. Ja, hier waren wir schon. Und die Dinger können wir natürlich immer noch nicht lesen, oder? Fast. Wir brauchen die restlichen Teile der Sprachschrift. Ich hab's befürchtet. Also, eine Chiffre brauchen wir noch. Kann ich die Quest mit den Sprachchiffre eigentlich markieren? Nee, kann ich natürlich nicht. Das wäre ja auch zu einfach, ne? Also so einfach machen sie es uns dann doch nicht. Dass sie uns markieren, wo man das Zeug finden kann. Also fahren wir noch ein bisschen rum. Beeindruckende Statue, guckt euch das an. Da liegen haufenweise Schiffe und Galeeren. Das ist echt der Hammer. Da irgendwo hinfahren? Oder ist das versperrt? Keine Chance, komme ich nicht weiter, schade. Da waren wir auch schon oben. Ich gehe trotzdem noch mal hoch. Aber ich glaube nicht, dass die uns... Wir brauchen wohl alle vier Sprachchiffre, bevor wir überhaupt irgendwas dechiffrieren können. Oh, guck mal. Waren wir hier schon oben? Bestimmt waren wir hier schon oben. Da ist das Tor aktiviert.
Den Weltenriss traue ich mich nicht. Das ist, glaube ich, die Ecke, wo die haben uns hier ordentlich den Hinter versorgt. Aber wir brauchen den Rest der Sprache. Ja, ich sehe es ja ein, Atreus. Ich sehe es ja ein. Ach komm, wir fahren außen rum. Ich glaube, das war hier, wo die uns so den Hintern versohlt haben. Da kamen Gegner raus, die viel zu stark sind. Noch eine Runde rumfahren. Hier gibt es bestimmt noch was zu entdecken, ich bin sicher. Mindestens Fässer. Hast du da draußen was gesehen? Den Turm? Ich sehe keinen Turm. Vielleicht nur Einbildung. Da sind komische Sachen da, Atreus. Ja, da sind wir auch schon durch. Ich glaube, hier waren wir fertig. Ja, ich glaube wirklich, dass wir dann die Hauptquest verfolgen sollten, oder? Hey, das sieht aus wie ein Wasserrad. Oder eher ein Unterwasserrad. Ja, schon, aber... Hast du gerade gelacht? Nein. Ganz sicher? Ja, ich lache nicht. Ach, das weiß ich doch. Alter Muffler. Ja, siehst du, genau, Atreus weiß das. Hallo, Grinseschlange. Schon die zweite Grinseschlange nach Dark Souls. Der gute Framp. Die Schlange als Symbol für... Ja, ich weiß gar nicht. Urwelt oder Weltentstehung scheint in den Mythologien gar nicht so selten zu sein. Waren wir denn hier schon? Ich weiß das echt nicht mehr. Diesem Eisloch. Waren wir da schon? Bereich entdeckt. Nein. Wöllendrückluft. Okay. Ist ja immer so ein bisschen gefährlich. In unbekannte Gebiete vorzustoßen. Das kann einem immer ganz schnell den Kopf kosten. Aber egal, wir versuchen es mal. Da können wir landen. Da ist ein Tor. Das gucken wir uns an, Leute. Mal gucken, was es hier so zu entdecken gibt. Vielleicht eine Rune? Oh, ziemlich zappenduster hier. Ist da noch weiter? Nein. Also gut, dann hüpfen wir da mal rum. Und so langsam habe ich den Verdacht, ich sollte mir das eine oder andere aufschreiben. Das vergesse ich doch wieder, was wir hier so gefunden haben. Okay, aber hier waren wir schon, wahrscheinlich von der anderen Seite dann. Ja, wahrscheinlich von der anderen Seite, definitiv. Ich kletter trotzdem mal durch. Ach, natürlich, klar. Ich erinnere mich. Alles klar. Gut, da gibt's nichts Neues. Dass ich immer auf den Knopf komme, an dem ich Atreus befehle. Das ist, glaube ich, da, wo wir den Drachen befreit haben. Und spring rüber. Dann fahren wir noch eine Weile weiter um den See und dann machen wir halt einfach die Hauptquest weiter. Komm, Junge. Und gehen dann halt weiter zum Berg. Jetzt kommen wir ja durch diesen schwarzen Sabber durch. Tada! Noch ein bisschen mit dem Boot fahren. Gott,
Echt ein Zehntel der Kraft von Kratos und ich wäre happy. Wirklich. Da ist noch ein Fass. Das überfahren wir. Da vorne ist auch noch eins. Das überfahren wir auch. Und noch eins. Und da noch eins. Da war auch noch eins, oder? Nein, da war keins. Aber da können wir dann hoch. Ja, dann würde ich vorschlagen, dass wir da hochgehen. Die Schlange, die er hält. Die Weltenschlange? Zu klein. Ja, aber vielleicht ist Thor auch echt groß. Unwahrscheinlich. Oh, welche Statue meinst du? Keine Ahnung. So, wir landen mal hier. Und dann klettern wir da hoch. Wenn ich das richtig weiß, geht das ja. Jetzt haben wir, glaube ich, freigeschaltet. Wachturm, genau. War, glaube ich, eine der ersten Buchten, in denen wir angekommen sind. Kommt mit hoch. Und jetzt hier runter. Und dann folgen wir einfach mal weiter der Hauptquest. Alles andere sind ja so Sammelquests, die wir momentan haben. Tada! So. Und noch eins hoch. Es ist, muss ein, also ein riesen Bauwerk hier. Echter Hammer. Und kannst es immer noch nicht lesen. Kann ich das nicht lesen? Ja, ist ja recht. Okay, gut. Dann machen wir hier jetzt mal weiter. Ich frage mich, ob wir mal zur Hexe gehen sollen, aber das wird wahrscheinlich nicht viel Sinn machen. So, das kannst du sicherlich auch nicht lesen. Zum Berg zurückkehren, genau das machen wir. Den Schrein haben wir schon. Du kannst es nicht lesen, ich weiß. Ich kann sie nicht lesen. Ja, ist ja gut. Jetzt wird er ungeduldig mit mir. Gucken hier nochmal rein. Okay, also gehen wir einfach weiter zum Berg. Und ich weiß, dass du auch die nicht lesen kannst. Ich frage dich trotzdem. Ich kann die nicht lesen. Ja, er wirkt echt genervt. Verdeckt die Hohnstangen noch. Das spart uns Zeit. Ja, das ist gut. Müssen wir nämlich nicht selbst hier das Gift abstellen. Oh, wo ging es denn jetzt weiter? Darum glaube ich, oder? Okay. Da ist eine Kristallfassung. Jetzt, wo ist der Kristall? Da liegt er. Okay. Gott sei Dank nicht weit weg. Also, sie machen es einem nicht schwer in dem Spiel. Also, wenn selbst ich mit diesen Sachen einigermaßen klarkomme, dann ist das nicht besonders schwer. Okay, dann werden wir mal gucken, was dieser Stein uns berichtet. Und los. Junge. Gut zu wissen. Und was stand da? Hütet euch vor Seider. Hütet euch vor Seider und allen, die es praktizieren. Ihr Zauberwerk ist heimtückisch und stets im Wandel, wie auch die Seelen derer, die es meistern. Je mehr Macht sie anrufen, desto weniger verbleibt von ihnen selbst. Entstehen so Wiedergängerinnen? Okay. Also hüten wir uns davor. Weiß nicht, ist das ein Zauber? Wahrscheinlich, oder? Ich mache jetzt mal hier weiter. Und tschack. Können wir in den Vorlanden nochmal nach den Kisten gucken, die wir nicht gefunden haben oder nicht aufgekriegt haben? So, da sind wir wieder. Juhu, hallo. Nichts Neues. Da drüben war noch eine Kiste, wo ich das letzte Mal, als wir da waren, jetzt... Habe ich es doch richtig gehört? Ihr hat Zwölfies.
Komm schon. Und tschüss. Hab euch. Hatte ich das doch richtig gehört? Okay. Diese Giftkiste hier. Da ist das Feuer. Das habe ich das letzte Mal echt nicht gesehen. Und jetzt können wir die Kiste öffnen. I love it. Geheimhüftschutz. Aha. Zeig mal. Also er gefällt mir farblich besser als der da, aber ja, der ist nur Stufe 1 auch, das macht gar keinen Sinn. Und komm, bevor das Gift kommt, ja, typisch Hawk, oder? Die haben wir, glaube ich, gelernt. Wir gucken uns hier nochmal um. Ich hatte das letzte Mal so eilig. Ich will hier nochmal mich eine Runde umgucken. Ich sollte die Axt natürlich stecken lassen. Aber da ging es bloß um... Ja, okay. Da ging es bloß um die Rune. Da gehen wir gleich nochmal hoch. Oh, komm, da holen wir uns die Gesundheit. Da habe ich auch davor gestanden. Irgendwo muss das doch sein, Mensch. Irgendwo muss doch das Feuer brennen. Leute, das kann doch nicht sein. Wo ist das Feuer? Greift mich gleich wieder was an? Irgendwo muss doch das Feuer brennen, zum Kuckuck aber auch. Jetzt bei der einen Kiste habe ich es gerade gleich gesehen, aber jetzt sehe ich es nicht. Das kann doch nicht sein. Da muss doch irgendwo ein Feuer sein, das hier diesen Giftmotor antreibt. Wieso sehe ich das nicht? Sehe ich es von hier? Vielleicht oben in den Bäumen? Da stehe ich jetzt genauso blind davor wie beim letzten Mal, als wir da waren. Das gibt's doch nicht. Wo ist es denn? Ich glaube, wir haben etwas. Ja, das ist schön. Sag mir wo. Da oben? Nein. Oh Gott, ich und die Kisten. Warte mal, von da oben vielleicht? Das muss doch irgendwie... Oh, wer sitzt denn da eigentlich? Da sitzt keiner, da steht einer. Von da komme ich gar nicht ran. Aber vielleicht sehe ich es von... Ah, da ist es, guck mal an. Na also. Nein, ich soll es stecken lassen. Es ist im Kampf so zur Angewohnheit geworden, die Axt gleich wieder zurückzurufen. Na also, siehst du, doch gefunden. Yeah. Tada, hab dich. Naja, das hat sich jetzt gelohnt. Jetzt ist die Frage, gucken wir uns hier auch nochmal um. Ob wir was vergessen haben. Kann ja nicht schaden, oder? Wir gucken einfach mal kurz. Ja, was immer das hier ist. Was immer das hier ist. Na ja, komm, wir machen es mit der Faust. Yuppie! Genau. Könnte man nicht da noch irgendwo lang? Warte mal.
Warte. Nein. Ach, noch einer. Und tschüss. Ja, gut. Oh, ich hab Gesundheit gedruckt. Her damit. Nehme ich gerne. So, dann gucken wir nochmal da oben. Weil ihr habt mir gesagt, ich soll alles genau angucken. Und ihr habt auch schon wirklich recht. Jetzt habe ich nämlich nochmal zwei Kisten geöffnet. Wo ich beim ersten Mal wieder Ochs vom Berg stand. Aber trotz allem gibt es hier immer noch weite Bereiche. Sindris Himmelsträger ist noch da unten. Wenn der nicht nach Klettern ist. Ja, ja. Ich weiß, dass der da ist. Mit dem können wir dann auch gehen. Tja. Okay, dann machen wir das jetzt. Dann fahren wir jetzt mit dem Himmelsträger wieder nach oben. Ich will mal hoffen, dass das Ding nicht abschmiert. Okay. Guckt euch diese Dings an. Diese Umgebung, also ich bin ganz hin und alle von diesem Spiel. Auch von den Strukturen, Vater, jetzt von der Rüstung. Könnte ich sie jetzt tragen? Nein. Aber ich sagte nein. Ist gut. Du meintest die Asche oder die Axt? Wahrscheinlich die Asche. Also auch die Strukturen von der Rüstung oder hier von Kratos Haut, das ist echt total irre gemacht. Also einfach schön. Okay, wir sind angekommen. Wer hat das Gesicht in den Berg gemeißelt? Das weißt du sicher besser als ich. Danke. Wow. Dann jetzt sag mir. Sei vorsichtig. Sorglosigkeit kostet uns nur Zeit. Klar. Gut. Jetzt hoffen wir mal, dass der Bifrost uns da auch hilft. Was ist eigentlich das hier? Ach, das ist, wenn man zu Fuß kommt, genau. Ach, ich erinnere mich, ja. Müssen wir nicht nochmal hin. Also dann gucken wir mal, ob das Licht von Elfheim, wie die immer sagen, jetzt tatsächlich hier diesen Nebel vertreibt und was uns dahinter erwartet oder innen drin. Der rotzt es da aus dem Mund, hey, guckt mal. Boah. Wieder der schwarze Atem. Was machen wir? Wir schauen, ob die Hexe recht hatte. Das nützt mir nichts. Ich kann es nicht schlagen. Bin gespannt, was wir dazu brauchen. Und wann sich uns das entdecken wird. Also ich gehe jetzt da rein. Ja klar, was bleibt uns anderes übrig? Den schwarzen Atem vertreiben. Los auf, Bifrost. Es funktioniert. Sie hatte recht. Komm, bringen wir es zu Ende. Gott, Leute, was zum Glück, dass man da nirgends runterfallen kann in dem Spiel, ehrlich. Noch ein Stück. Da oben leuchtet's rot. Da muss ich jetzt an Dark Souls denken, da unten im Abgrund, bevor man zu Manus gekommen ist. Diese Viecher, diese Zauberviecher, die auch so rote Köpfe hatten, die auch so ein bisschen gefunkelt haben. Ich meine, guckt euch mal die Struktur von der Haut an und von der Rüstung, das ist echt grandios gemacht. Unglaublich, was heute möglich ist. Und ich spiele es noch nicht mal in 4K. Wosch. Der Weg da vorne ist blockiert. Dann klettern wir. Okay. Ja, definitiv blockiert. Also klettern wir. Komm, Flo. Ups, komm. Jawohl, da kommt er angeflogen. Und hüpf rüber, dann nach oben. Mutter meinte, die Riesen hätten die Berge von Midgard oft besucht, bevor sie verschwanden. Verschwanden? Ja, sie waren eines Tages einfach weg. Niemand weiß warum. Vielleicht sind sie zurück in ihre Heimat. Nach Jötunheim? Vielleicht. War das Gesicht im Berg wohl die Irrung eines Riesens? Kann ich da auch runter? Ich glaube nicht. Ich will mal gucken, ob wir da auch runter können. Gehst du auch runter?
Nein, er geht nicht runter. Nein, er geht nicht runter. Okay, also geht's nur nach oben. So, sind wir jetzt im Schlund, in der Nase oder so? Okay. Gut, wir machen einfach mal weiter. Mehr schwarzer Atem. Ja, klar. Jetzt sind wir also quasi im Mund. Ich latsche jetzt einfach mal weiter. Ich will nicht hoffen, dass uns unterwegs was angreift. Die müssen sich echt den Arsch abfrieren, die beiden. Wenn ich mir das so recht überlege. Ja. Gut, schön zu wissen, dass die Riesen da waren. Oh, mal kurz umgeguckt. Ich werde draußen noch irgendwas finden und ich denke, dann machen wir für heute auch Schluss und entdecken den Berg einfach in der nächsten Folge. Ich denke mal, dass uns das sicherlich eine Weile beschäftigen wird. Da kann ich runter. Also gucken wir mal, was da unten los ist. Ja, ich weiß, Atreus. Nein, aber du sonst immer. Ich sehe mich gern weiter um. Und? Hack Silber. Ja. Willst du schon wieder gehen? Nein. Aber warum denn? Nein, nein, keine Sorge. Okay. Gut, also hier haben wir noch eine Truhe, ach was, mit der ich nichts anfangen kann. Gut, dann klettern wir wieder nach oben, ihr Lieben, und machen dann auch Schluss für heute. Ich bedanke mich einmal mehr ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch, wie üblich, natürlich einen schönen Tag, einen schönen Abend oder auch ein wunderschönes Wochenende. Und in der nächsten Folge werden wir hier diesen Berg erkunden. Freue ich mich schon drauf. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.